Guten Morgen, Köln! Hey, Morgen! Time Ride. Was ist Time Ride? Time Ride ist eine Zeitreise ins alte Köln vor über 100 Jahren, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das Tolle ist, unsere Besucher, egal ob Schulklasse oder Tourist oder eben auch Kölner, kann einfach diese Virtual Reality Brille hier einmal aufsetzen und dann ist man quasi mitten im Damals. Wow, das hört sich gut an. Und mitten im Damals, das heißt, wo findet man euch? Uns findet man natürlich, wie soll es anders sein, direkt am Altermarkt, also genau da, wo sozusagen viel Historie stattgefunden hat in der Stadt Köln. Und dort kann man uns einfach besuchen kommen, in unserer Filiale, genau quasi vis-à-vis zum Rathaus. Und dort erlebt man nicht nur Virtual Reality, sondern eben auch eine stereoskopische Fotoausstellung, also die ersten 3D-Fotografien aus dem alten Köln. Schön im Vergleich, wie hat sich die Stadt heute entwickelt, also über 100 Jahre später, wie sehen die Plätze heute aus. Und einen kleinen Kinofilm, sozusagen für eine Stadtgeschichte von der Römerzeit bis heute, dass man einen schönen Überblick bekommt und dann in unsere Straßenbahn einsteigt und dann ins alte Köln abtaucht. Wie ist Time Ride entstanden? Ja, es ist ein langer Prozess sowas. Ich habe Kulturmanagement studiert und habe mich damit auseinandergesetzt, wie kann man Geschichte anders, neu vermitteln. Und für mich war das irgendwie immer ein Gedanke, der mich begleitet hat. Wie wäre es gewesen, einmal in einer anderen Zeit zu leben oder da zu sein? Und das fand ich irgendwie immer spannend. Und ich glaube, diese Frage stellen sich eigentlich viele Leute irgendwann mal. Dieser Traum einer Zeitreise. Ich glaube, es ist schon irgendwo ein Stück auch Menschheitstraum. Und dann hatte ich zum ersten Mal so ein Ding hier auf, so ein taucherbrillenartiges Modell. Das ist schon einige Jahre jetzt her, so die allerersten Developer-Kits sozusagen. Und habe gedacht, genau das ist letztlich die Technik, um das umzusetzen. Und dann hat man das Ganze noch ein bisschen weiter konzipiert und natürlich auch die Finanzierung aufgestellt. Das Ganze ist ja privat finanziert und jetzt haben wir eröffnet und freuen uns total, dass es von allen, gerade von den Kölnern, so stark angenommen wird und wir so viele Besucher schon hatten. Ja, ich meine, das ist ja auch mal tatsächlich, du bist, glaube ich, einer der wenigen, die ich mal getroffen habe, die vom Inhalt kommen und über die Technik dann sozusagen, also sich der Technik bedienen. Oftmals ist es ja so, dass die Technik da ist und man sucht händeringend nach passenden Inhalten. Mit wem zusammen hast du das realisiert? Also grundsätzlich haben wir verschiedene Partner, unter anderem eine Münchner Beratungsfirma, wo ich auch viele Jahre gearbeitet habe, die sich halt für das ganze Thema Entertainment, Kultur, also die sind darauf spezialisiert. Und das war natürlich gerade so das ganze Besucherkonzept und so weiter betrifft, ein totaler Rückhalt für uns. Die DEAG, die Deutsche Entertainment, also ein großer Entertainment-Konzern, ist auch mit beteiligt daran. Und dann natürlich ganz viele Partner. Also wir haben natürlich in der Entwicklung mit verschiedenen Partnern aus dem Rheinland zusammengearbeitet, die natürlich alle ihre Spezialgebiete haben, von der 3D-Visualisierung im Grunde genommen über die Figuren, die in dem Ganzen vorkommen, bis hin zu Theaterbauern, die letztlich dann auch unsere Straßenbahn, also wir haben ja eine reale Straßenbahn in das Ladenlokal reingebaut, das dann umgesetzt haben. So dass wir eigentlich das Schöne haben, dass wir Virtualität und Realität wirklich verschmelzen lassen. Das heißt, wenn ich die Brille aufhabe, habe ich halt trotzdem noch die Haptik der Straßenbahn, das Alte, die Stange, die ich anfassen kann und auch den Fahrtwind, den ich spüre, die Vibration der Straßenbahn, sodass ich wirklich ein Fahrgefühl habe. Und so dass wirklich dann auch, wir hatten gerade die Geschichte, ein kleiner Junge neulich die Brille zwischendurch kurz hochnahm und sagte, Mama, wir fahren ja gar nicht wirklich. Also so weit geht es dann, dass dann wirklich halt dieses immersive Gefühl, wie man ja so schön in der virtuellen Realität sagt, also dieses Eintauchen, dass man das halt sehr schön hat, genau. Und was ist da deine Lieblingssequenz daran? Meine absolute Lieblingssequenz, da ich natürlich leidenschaftlicher Hobbymusiker bin. Es gab zur damaligen Zeit hinterm Stapelhaus einen kleinen Konzertgarten und wenn man da genau hinlauscht, da kann man so ein bisschen Blasmusik erklingen hören. Und das jedes Mal, wenn ich das selber mache, dann freue ich mich darüber. Wir merken, hier ist viel Liebe und Leidenschaft drin. Wunderbar, herzlichen Dank. Gerne. Das ist ja toll, ich muss unbedingt vorbeikommen.